Hi Leute, wir sind am Boxberg in Hahnklee. Hier kannst du nämlich Sommerrodelbahn fahren und Seilbahn nach oben und Sessellift nach oben. Also so ein bisschen wie in Thale auch. Hier waren wir allerdings noch nicht. Und hier ist heute auch noch ein Event, kannst du Bratwurst schnabbeln. Die laufen hier schon eine ganze Weile. Hier kamen schon butterrote Gesichter entgegen. So, wir gucken uns mal an. Wir gucken uns das mal an, wollte ich sagen. Nehmt euch mit. Viel Spaß. So, jetzt stehen wir an der Kasse. Wir nehmen jeder ein Kombi-Ticket. Einmal Bergfahrt, einmal Talfahrt, einmal Bobfahrt. 12,50 Euro. Ist okay. So, das wird unsere Gondel, Leute. Baujahr 1970. So, zu ist der Kessel. Genau, ein bisschen Gewichtsausgleich noch für mich. Warte mal. Ich drehe das mal. So. Höchstgeschwindigkeit 3 Meter pro Sekunde steht da. Baujahr 70. So Leute, das ist möglicherweise mein letztes Video, was ich heute hochladen kann. Hier unter uns ist die Sesselliftstation, da kannst du dann dein Mountainbike einhängen, wie man das gerade wunderbar beobachten kann. Und wie die Leute dann wieder runter vom Berg kommen, dürfte ja klar sein. Schon wieder eine leere Gondel. Ja, die werden jetzt alle erstmal da oben essen und so. Es ist überhaupt nicht warm in dieser Sardinenbüchse hier. Hier, Fenster ist auf, guck mal, kannst deinen Kopf raushalten. Hitze in der Kabine ist natürlich taktisch klug vom Betreiber. Weil alle wollen erstmal ein Kaltgetränk da oben, oder? Ich könnte aber auch eine Gulaschsuppe oder so eine Erbsensuppe oder so schön. Sollen sie ja haben. Ich habe noch nichts gegessen. Edelstein. Wir waren allerdings. Oh, jetzt, jetzt kacheln wir hier rein. Fisch hoch. Ein Fisch hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So, ange. Frauen und Jüngere. Ui! Also. Danke, bis nachher. Aber bis nachher. So, ein Paradies für Mountainbiker. Hier gibt es nämlich Downhill-Strecken. Da hätte ich auch mal Bock zu, habe aber leider kein Mountainbike. Nein, stimmt nicht, ich habe ein altes. Ich glaube, das macht das nicht mit. Dreimal Erbsensuppe mit Einlage, lecker, lecker, lecker. Wird ja schon wieder warm. Nachdem wir uns hier mit dieser mega leckeren Erbsensuppe gestärkt haben, geht's mal zum Rutschenturm. Der ist da hinten, den habe ich gerade ausgemacht. Und ihr könnt euch denken, was ich am liebsten mit dem Rutschenturm machen würde. Mitnehmen. Nein, nicht mitnehmen, aber ihn runterrutschen zumindest, wenn ich's darf. Wenn ich überhaupt reinpasse. Was, ihr geht da auf den Turm? Ja, warte, dann gehen wir erstmal auf den Turm, bevor wir auf den Rutschenturm gehen. Dann ist super los. Okay. Schon mal fahren, ja? Ja, ja, oft. Ja? Danke. Ciao. Mann, die waren ja mega nett hier, Leute. So, aber jetzt heißt es Ausschau nach vorne halten.
Whoop. Wow, 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 Alter! Die sah nicht schlecht, Leute. Gott. Die Power, ey. Mann! Ein extrem guter Alpine Coaster. Wieder ein Count mehr. Auch du? Wie hoch ist dein Count? Keine Ahnung. Wissen wir. Ja, naja, einige ist er auch schon gefahren. So ist es ja nicht. Der drückt sich auch vor keiner Bahn. Radfahrer mit bis zu 80 Sachen, Leute. Weißt du, wie schnell das ist? Weißt du, wenn du da einen Abgang machst? Tja. Ey. 80 Sachen. Und dann springst du damit noch in die Luft, Leute. Respekt, wenn ihr das macht. Ich finde Downhill mega cool. Ich wollte das auch mal machen, aber ich durfte nicht. Mir reicht schon die Rampe, da bin ich schon raus. Ja, geil, ne? Guck mal. Ja. Genial. Ah, das ist natürlich, ja, es ist nicht ganz ungefährlich, aber für Coaster Freaks ist so ein Parcours ja auch mega interessant, ne? Nein, du fährst ja nicht mit. Nein, ich darf nicht. Ich habe allerdings Knieschützer und Ellenbogenschützer. Ich hatte auch mal ein Mountainbike, das habe ich immer noch. Da bin ich zumindest schon mal so durch unseren Wald mitgeheizt. Bin noch nur fast gestürzt. Es gibt einfach Sachen, die macht man in dem, in deinem Alter. Was ist mit meinem Alter? Hallo? Ich bin noch jung und knackig. Naja, gut. Das, was hier ist, war vor 15 Jahren noch hier. Es hat sich nach unten verlagert. Tut mir sehr leid. Kennengelernt hast du mich noch anders. Dann, was? So Leute, jetzt sind wir am anderen Areal. Wir gehen jetzt hier gerade mal zum Kletterparcours oder Zipline, habe ich auch gelesen, haben die hier. Also das heißt, du kannst dich hier oben in so ein Seil einklinken und runterfahren. Und meine Frau geht zur Kometschaukel. Da ist aber ein Zaun zwischen, Schatzi. Falls du dich schaukeln willst. Oh, was hast du denn gefunden? Oh, Thorsten, komm mal. Du hast hier Ölgewinne. Oh. Was? Pfad der Unsinne. Stolper nicht über die ganzen Wurzeln da. Was ist das? Hä? Guck mal, hier kannst du Lesungen halten. Und hier in diesem Halbkreis sitzen die Leute, fast schon direkt vor deiner Nase. Also, es ist eine Waldkirche, haben wir jetzt raus. Das ist eine Waldschule, na warten jetzt. Eine Waldkirche, sagt der eine, eine Waldschule, sagt der andere. So, dann halt mal deine Predigt. Und wie soll ich jetzt was schreiben? Ich habe ja nicht mal einen Tisch vor mir. Na komm, der wird das. Das war ein Durchwurf. Ja, ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Weißt du, wie es hier riecht? Hier an der Ostsee in den Tiefenwäldern. Echt? Hier ist ein Drahtseil gespannt.
ein Seil unten. Was? Ja, weiß ich, ich will mich doch hier nur festhalten. Ich will ja. Oh, das kommt gar nicht. Ich kann auch mal draufsteigen, ne? Ja, doch. Eigentlich brauche ich ja dieses Halteding hier gar nicht, aber ich will immer nicht zu sehr angeben in diesem Video. Warte, das muss ich filmen. Halt das doch mal! Und jetzt ein Schritt mehr. Es geht doch nicht gerade. Stell dich mal gerade hin, Schatz. Hast noch 40 Jahre Zeit, bevor du so gehst. Euer Boot ist im Wald gestrandet. Nicht gestrandet, gewaldet. Und der Anker auch. Eisenkugeln. Oh. Schön, ja, danke schön. Hören Sie bitte, Sie rübergehen. Okay. Ach so. Der muss immer hier sitzen. Ach so. Ah. Alles klar. Schönen okay. Tag. Danke. Ach so, soll ich runterfahren? Ja. Ach so. Wir warten auf den Abschuss. Auf den Katapultstart. Jetzt werden wir nochmal hier drinnen sitzen. Pass auf, gleich ist es soweit. 3, 2, 1, 1,5. Uah. Oh! Gott. Nicht schnell. Ah, dass das immer alles so funktioniert bei so einer Seilbahn. Mann. Wo stand denn, dass das funktioniert? Ne, du hast nur eine einfache Sicherung, ein Seil. Einfahrt. Nein. Wow, wow, wow. Mit Karacho. Läuft hier. Nicht schlecht. Dong, 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 dong. Hast du die Schluft? Hallo, danke. Ciao. Oh, ist mir aber auch warm geworden, du. Hi. Ein Marathon hier hinter uns mit Radio FFN, einer kleinen Bühne. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie viele Leute bei diesem Marathon gestartet sind, aber aktuell sind noch 3 im Rennen. Alle anderen haben aufgrund der Hitze aufgegeben. Ja, diese einsame Läuferin ist eine von den 3. Davon ist das Ziel. Wahnsinn, echt. Die konnte mit dem Ordner eben noch Scherze machen. Frag mal, so viel Luft hätte ich gar nicht. Zum Schluss gehen wir jetzt erstmal noch hier zwischen diesen beiden Gewässern lang. Das ist schon mal richtig cool. Da vorne sehe ich einen Spielplatz mit einer Seilbahn. So, wir sind am Auto, Leute. Jetzt freue ich mich auf die Klimaanlage. Und ab geht's nach Hause. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Schatz, du hast das Schlusswort. Ciao.